Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer weiteren Baufolge am Wochenende. Es geht weiter in dem Häuschen, was wir gerade bauen. Und ich muss mich erstmal bedanken für die vielen netten Worte, denn da waren wirklich sehr, sehr viele ganz liebe Kommentare gekommen hier bezüglich meiner Sofaecke. Nun bin ich hier immer noch ein klein wenig am Überlegen, wie ich die Garderobe mache. Und ich will mal gerade was ausprobieren. Ich will mal schauen, ob ich hier vielleicht eine Halbwand hinmachen könnte. Und auch eine etwas höhere, dass man hier vielleicht... Es ist vielleicht gar nicht mal schlecht, dass man hier so ein bisschen die Garderobe halt reinsetzen kann. Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich das ja offener machen. Vielleicht auch kleiner. Das würde ja eventuell auch gehen. Ich weiß es noch nicht so ganz, wie ich das hier machen möchte. Und wenn wir hier hinten einfach... Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ich überlege jetzt, ob ich hier vielleicht einen Spiegel aufhänge. Nee, so einer definitiv nicht. Der ist cool. Den wusste ich gar nicht. Ach, aber da sind so Bilder oben reingeklemmt. So was würde oben hinpassen. Ich überlege jetzt halt, ob ich irgendwie so einen Spiegel hier aufhänge, dass sie sich betrachten können. Und dann vielleicht irgendwie dann doch so ein Schuhregal drunter. Vielleicht auch noch sowas, so eine Garderobe aufhängen hier. In welchen Farben haben wir die sonst noch so? Nee, ich glaube, da bleibe ich dann doch eher bei diesem hier. Das passt, glaube ich, am besten hier rein. So. Ach, das war die Lichterkette. So, und jetzt brauche ich das Schuhregal. Ich glaube, das war hier mit bei. Ach Moment, das hier wollte ich noch mehr im Magazin. Das wollte ich hier noch aufstellen. So ein Zeitungshalter-Ding. Das heißt Living Setter Magazine Rack. Um 999 von The Sims Resource. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier... Ja, aber ich habe kein schönes Paar Schuhe, was hier gut aussehen würde. Die sehen alle irgendwie merkwürdig aus, wenn ich die so hinstelle. Aber ich mag generell die Schuhregale nicht so gerne, die direkt im Spiel mit drin sind. Die sind nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch von der Farbauswahl her gar nicht so. Aber das hier wäre dann ja schon rein theoretisch. Ja, hier haben wir dann eine kleine Garderobe. Das sollte eigentlich reichen, oder? Doch, würde ich schon sagen. So, ein Bücherregal haben wir eigentlich ja hier schon. Das heißt, das könnten wir uns rein theoretisch schenken. Da hinten könnte man rein theoretisch auch noch eine Lampe hinstellen. Was könnte man jetzt hier denn noch so alles reinbauen? Ich überlege gerade. Eine Stehlampe wäre auch noch eine weitere Alternative, eine Möglichkeit. Aber eigentlich brauchen wir das ja gar nicht unbedingt. Wie dunkel ist es denn hier nachts? Doch, wir brauchen hier hinten schon noch irgendwas. Das. Ach, das ist sowas.
Und was, wenn wir die Lampe hier einfach mal kopieren? Und die finde ich nämlich eigentlich wirklich ganz hübsch. Und man hängt hier noch so ein Teil auf. Aber dann wird es mir eigentlich auch ein bisschen zu hell. Wir können ja mal gucken, ob wir dann vielleicht noch irgendwas machen in Richtung Wandlampe. Einen PC würde ich noch aufstellen. Ich glaube, den stellen wir hier irgendwo so hin. Dass wir da auch noch irgendwie eine Pinnwand oder sowas drüber packen können. Oder das wäre natürlich auch eine ganz lustige Alternative, wenn man diesen kleinen Tisch hier nimmt. Aber das hier, das wird auch gut hier reinpassen an für sich. Oder sowas hier. Ich will das hier mal gerade durchprobieren. Das hat schon auch Stil, oder? Ich finde, das passt an für sich ganz gut hier rein eigentlich. Eigentlich schon. In welchen Farben haben wir denn noch? Oh, das ist auch schön. Das passt ja gut zum Boden an für sich. Wenn man diese Farbe hier nimmt. Wie sieht denn das aus an der Wand? Aber wenn wir das... Nee, ich glaube, ich tendiere tatsächlich eher... Oder zu der Standardvariante mit den schwarzen Beinen. Ich glaube, die ist irgendwie sogar noch am besten, weil das halt sich noch so ein bisschen mehr abhebt, ne? So, Komfort. Ich will auch bei der Treppe nochmal gucken, ob wir da nicht doch was anderes nehmen, was ein bisschen besser zu dem Boden hier passt. Ja, dann nehme ich einen einfachen Esszimmerstuhl. Wir könnten ja hier auch sonst so einen Klappstuhl vorstellen. Obwohl, sowas hier vielleicht schon eher. Aber die passen alle farblich nicht. Das würde gehen. Was könnte man sonst noch so nehmen? Wie würde der hier aussehen? Nee. Nee, der ist auch nicht gut. Den haben wir auch nicht in einem passenden Braun. Nee, gar nicht. Sowas hier vielleicht. Haben wir auch irgendwas in braun-schwarz? Nee, leider nicht. Nee. Und weiß-schwarz? Nee, nur komplett schwarz. Der könnte vielleicht auch ganz cool aussehen. Den finde ich eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht. Ich bin jetzt auch nicht überzeugt davon. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt erste Wahl mäßig genommen hätte. Normalerweise. Muss ich ehrlich sagen, aber... Nee, ich finde, der wirkt zu klein für den ganzen Tisch, der Laptop. Nee, finde ich halt nice, aber der passt ja auch nicht so recht rein. Die passen eigentlich passen hier wirklich nur so... Der würde natürlich reinpassen. Aber ich glaube, ich tendiere gerade doch eher zu diesem hier. Ich bin jetzt so ein bisschen auch auf den Geschmack gekommen, mir Eckschreibtische selber zusammenzuzimmern. Hier so eine Schreibtischecke draus macht.
Das fände ich eigentlich ganz cool. Dann brauchen wir nur jede Menge Deko. Oh, nee. Nee, das sind ja riesen Koffer. Nein, das ist dann doch nicht unbedingt so passend. Huch, nee, der ist riesig. Das hier hatte ich schon bei unseren Mädels genommen. Ich packe das erstmal nochmal weg. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was ich hier haben wollen würde. Das waren die Sachen. Oh, sowas hier vielleicht. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Huch, nee, aber nicht so. Das ist voll toll, aber ich weiß nicht, ob ich es da haben möchte. Ich will mal gerade gucken, was ist, wenn wir hier hinten noch irgendwie so eine kleinere Lampe hinstellen. Ich liebe ja diese Laterne immer total gerne so, wenn man die groß macht. Die hätte dann natürlich auch gut hingepasst. Vom Stil her, aber wie groß ist die? Nee, die ist zu groß, finde ich. Ist das eine Lampe? What the hell? Die passen mir alle nicht so recht. Die ist auch zu groß. Die sind alle so riesig. Was ist das für ein Designerstück? Nee. Einfach nur nee. Die sehen alle irgendwie richtig dämlich aus. Aber so richtig, richtig. Was zur Hölle? Stell ich ihn hier mal hin. Das ist echt nicht einfach. Die Lampe finde ich ja sowieso mal cool. Und die vielleicht in weiß. Wir brauchen hier erstmal noch irgendwie ein bisschen Beleuchtung hin. Und zwar keine, die so gelbes Licht, sondern wir brauchen so ungefähr schon ähnliches Licht. Ich mag das. Ja, das hier ist so ein bisschen gelblich, aber das wird schon wieder passen. Und so Leuchtstreifen. Passt auch nicht wirklich. Was machen wir denn mal? Was machen wir denn da mal? Vielleicht so? So, komm, wir gehen nochmal zur Deko von den Pflanzen zurück. Das eine Gesteck, was ich da eben hatte, das hier, das ist ja schon cool, aber ich überlege trotzdem, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich will gerade gerne erstmal noch ein bisschen weiter gucken. Ob wir da nicht was haben, was dann doch irgendwie noch hübscher aussieht. Oder passender. Das ist süß. Das ist voll knuffig. Aber ist eher so ein Fensterbankteil. Das ist eher was für größer. Nee. Es ist was für ins Bad, so mit einer Muschel. Das hätte man auch hier im Bad nehmen können, aber das Bad lasse ich jetzt so. Nein. Ich bin wählerisch. Es muss mir schon wirklich richtig gefallen, damit ich es dann dahin stelle. Ich bin jemand, ich will immer überall Pflanzen haben, aber ich bin trotzdem wählerisch. Oh, der mopsige Streuner aus World of Warcraft, genau. Den gibt es, gibt es bei Jenny, Sims, Una was? Una Nueva Experienza.blogspot.com.es. Oh Gott.
Ich finde immer noch, das sieht aus wie eine Pizza. Ich verzweifle. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich hier absolut gerade nicht entscheiden, was ich hier auf den Schreibtisch haben möchte. Lass irgendwie alles dann doch nicht so ganz das ist, was ich mir vorstelle. Das ist ja schrecklich. Nee, das auch nicht. Das passt mir irgendwie alles nicht so recht in den Kram. Vielleicht doch das hier? Ich nehme jetzt einfach erstmal das. Ich bin ja schon so ewig lang. Ach ja, genau. Kissen. Wollte ich ja noch gucken. Kissen. Hier war doch eben diese lange Kissenreihe, oder nicht? Ich stelle da unten noch ganz unordentlich vor. Die sind cool, aber die Schuhe. Wo sind denn... Ich habe so viele Dekoschuhe. Lol, das wusste ich gar nicht. Ich hatte doch hier eben die lange Kissenreihe. Wo zum Teufel ist die jetzt hin? Nee, das passt dann nicht hin. So, das kommt da hin. Healthy Eating. Ach, das waren die Sachen gewesen. Das gibt's doch nicht. Gut, ich sollte vielleicht auch mal wieder nach Kissen gucken. Was ist das? Das sind so kleine Tütchen. Das sind größere Kissen, aber so vier beieinander. Das passt nicht auf dieses Sofa drauf. In welcher Farbe gibt es die denn? Das hier wird auch ganz cool, so ein Bordeaux da reinzubringen noch. So einen leichten Farbtupfer, aber das passt auch eigentlich nicht. Nee, es passt überhaupt nicht von der Ausrichtung aufs Sofa. Sowas hier dann schon wieder eher. Was haben wir da für Farben? Nee, auch nicht das, was ich mir vorstellen würde. Ich würde mir so ein etwas zurückhaltendes Rot wünschen. Das ist auch so eine ganze Kissensammlung. Die sind auch nice. Die würden auch passen. Ich glaube, ich bin für die hier. So, dann haben wir da wenigstens so eine kleine Kissenecke. Haben wir noch ein einzelnes Kissen, was da gut zu passt? Warte mal. So, die muss ich gerade nochmal auswählen. Hier, die sind von Arvin Kaboom auf The Sims Resource. Lina Living Room. Falls euch das interessiert, woher ich diese Kissen habe. Und. Hier sind die einzelnen Kissen, die ich auch noch habe. Also ein paar der einzelnen Kissen, die ich auch noch habe. Die sind mir eigentlich schon fast wieder zu groß. Aber so ein bisschen Farbe können wir hier ruhig reinbringen. Und niedriger als so geht gar nicht. Die liegen aber nicht so schön wie die hier. Guck mal, die hier, die liegen viel besser irgendwie. Das hier, da steht so... Weiß ich nicht. Die sind auch viel zu groß. Nee, komm, wir lassen das bei dem einen.
Oder wollen wir davon vielleicht noch welche, noch andere nehmen? Die hier vielleicht? Steht da? The Power of... Weiß ich nicht. Aber eigentlich reicht einmal Kissen. Gott, ich nehme schon so lange auf. Ich glaube, ihr Lieben, fürs Erste verabschiede ich mich heute erstmal wieder von euch. Sorry, wir haben überhaupt nicht so viel geschafft. Aber ich hoffe, das, was wir geschafft haben, gefällt euch. Hier mit der Garderobe, den Kissen und so weiter und so fort. Morgen geht's weiter. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal einen ganzen Schwung schaffen. Denn ich habe jetzt doch einiges vorbereitet und dann geht's morgen auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Also dann, macht's gut. Tschüss!